Liebe Katrin. Ja, wir finden das persönlich cool. Wir konnten uns das nie vorstellen, dass wir irgendwann mal eigene Poster haben, die in irgendwelchen Zeitungen drin sind, und finden das gut, wenn sich das Leute wie du zum Beispiel sich das aufhängen. Das finden wir super. Freuen uns auch drüber, und wenn du die abknutschst, fühlen wir uns geehrt. Tom knutscht auch seine Poster öfter mal selber ab. Der hängt sich die auch immer alle hin. Meine, aber es gibt ja selten einzelne von mir. Mit denen, also, bin ich mir nicht so sicher. Mit 60? Mit 60? Was, mit 60 Jahren oder in 60 Jahren? 60? Das ist bei dir also kein großer Unterschied. Ich glaube, dass wir alle noch, ich glaube, dass wir alle noch lange Musik machen werden. So, auch wenn wir, vielleicht sind wir ja in 60 Jahren irgendwie eine Kellerband, die überhaupt keinen Erfolg mehr hat. Aber vielleicht machen wir dann trotzdem noch zusammen Musik. Oder jeder Einzelne von uns wird auf jeden Fall Musik machen. Ob zusammen, das weiß man natürlich nie, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich persönlich jedenfalls. Ich glaube auch. Also natürlich ist es keine Garantie, dass man für immer zusammen bleibt und so. Es kann ja immer irgendwas passieren, was einen auseinanderbringt. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall lange Musik machen. Also Pony reiten und... So, was, noch, was wir in unserer Freizeit... Du lässt vom Pony reiten. Georg lässt sich vom Ponys reiten. wir haben jetzt also unsere Hauptfreizeitbeschäftigung liegt eigentlich in der Musik. Also alles, was wir an Freizeit irgendwie opfern können, stecken wir in die Musik und proben aber zusammen. Aber ich glaube, so, wenn wir noch was anderes machen, ich glaube, das ist nicht so viel anders als andere Jugendliche in unserem Alter auch. Also wir treffen uns mit Freunden und gehen weg, ganz normal, wie alle anderen auch. Also im Prinzip eigentlich ziemlich langweilig. Das ist ein altes Leben. Du hast ja 17 Jahre auf der Also, bist du noch mal am Mikrofon? Es hat sich ja in unserem Leben nicht so viel verändert, außer dass wir jetzt erkannt werden und vor vielen Leuten irgendwie unsere Musik spielen können. So. Und sonst sind wir eigentlich noch zu Hause, hängen mit unseren Freunden ab, halt wie gesagt. Gehen auf Partys. Obwohl, jetzt sind wir auf besseren Partys. Ja, also manchmal, ich sag, ne, es gibt auch beschissene Partys. Es gibt auch beschissene Partys, bestimmt. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, das hat sich jetzt nicht irgendwie drastisch verändert. Und vor allem wünsche ich mir das nicht zurück, weil sonst wollte ich jetzt schon aufhören an dem Punkt. Und ich glaube, wenn wir uns das jetzt schon zurückwünschen wollen, wir haben ja erst, wir sind ja noch ganz am Anfang, das sind ja unsere allerersten Sachen, die wir jetzt öffentlich machen. Und wenn wir da jetzt schon zurück wollen, dann sind wir, glaube ich, definitiv falsch in dem, was wir machen. Und ich glaube, das geht uns allen nicht so. Also wir wollen das auf jeden Fall noch eine ganze Weile so weitermachen. Also wir sind eigentlich schon mit dem zufrieden, was wir gerade machen mit der Tour. Also die läuft echt ganz gut, die Karten waren schnell weg. Das ist supi. Da sind schon ganz viele Karten. Also die sind schon recht große Hallen, muss ich sagen. Also ich glaube, wir spielen sogar... Einmal oder zweimal oder so in der Sie meint jetzt, ob wir mehr Konzerte spielen. Also nee, sie meint, ob die Hallen größer werden oder was. Achso, ja, noch mehr Termine. Also wir setzen die auf jeden Fall fort, die Tour, und machen weiter und werden auch, aber nicht nur nächstes Jahr touren, sondern auch Festivals mitnehmen und so. Also es werden nicht nur eigene Konzerte sein, die wir nächstes Jahr spielen. Aber auf jeden Fall wird das viel, viel mehr sein, als wir dieses Jahr gemacht haben. Also ich glaube, wir wollen alle trotzdem live spielen, weil ich glaube, wenn man sich jetzt als Band lange hält, kann man vielleicht irgendwann mal mehr verdienen als 1 Million. Nee, also vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du dann ja nie wieder auf einer Bühne stehen darfst, und ich glaube, dieses Gefühl irgendwie... Ich wüsste ja auch nicht, was der machen soll, nee. Jetzt da. Ja. Das ist schon fast ein Lebensinhalt von uns. Fahrrad reiten. Ponys reiten, Junge. Nicht vom Ponys reiten lassen. Also, wir sind, gehen wir chatten. Also, Gustav ist immer unter dem Namen Gay Lover im Erotik-Chat. Ich gehe in Club 81. Nein, chatten. Also, ich persönlich auch bin, oder wir alle, glaube ich, sind nicht so die Internet-Freaks. Obwohl ich das ja ganz cool finde, mein bester Freund zum Beispiel, oder unser bester Freund, ist ja auch total Internet-Freak. Und finde das geil, wenn sich Leute da so auskennen, aber ich persönlich kann es nicht, obwohl wir alle Computer haben. Weil wir auch oft E-Mails abholen müssen. Also, aber ich heiße das Laptops, Tom, aber ist nicht so schlimm. Ja, oder Laptops.
21. Ja, und aber so chatten tun wir, glaube ich, alle nicht. Das ist eine Bildfrage. Also, ich glaube, dass es auf jeden Fall schwerer ist als vorher, weil man natürlich nicht weiß, ob das Mädchen einen auch so angesprochen hätte. Und, ja, also es kommt halt drauf an, was man will. Also wir rennen jetzt nicht los und sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt eine ganz feste Freundin finden und unsere große Liebe und so. Das ergibt sich halt einfach. Aber natürlich kann es da auch passieren, gerade in unserer Situation, dass man sich da auch so ein bisschen verrennt und dass es dann vielleicht ja, von der anderen Seite, von dem Mädchen vielleicht dann gar nicht so gemeint war, sondern das Mädchen einfach nur uns mal, weil wir schon mal in der Zeitung waren und so. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, Georg und ich gerade sind auch sehr auf der Suche nach der großen Liebe. Ja, wir suchen und, ständig jeden Tag. Wer sucht, der findet. Also man setzt sich ja nicht hin und schreibt Songs so. Also wir nehmen uns das nie vor. Ich glaube, wenn man das macht, wird das nichts. Das entsteht, glaube ich, so, wenn man unterwegs ist. Also wir sind ja irgendwie jeden Tag, erleben viel. Daraus entstehen die Songideen, also Textideen auch gerade von Bill, glaube ich. Ich spreche jetzt einfach mal viel mit. Du lässt dich ja, man lässt sich ja ständig inspirieren sozusagen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt fürs zweite Album, wenn wir jetzt dafür Songs schreiben müssten oder so, und ich mich ins Studio setze, dann wüsste ich überhaupt nicht, ja, worüber ich dann so schnell schreiben sollte. Und das muss halt im Laufe der Zeit kommen. Und gerade jetzt, wo wir so viel unterwegs sind und so wahnsinnig viel erleben können und so, kann man natürlich auch viele Ideen einholen. Und von daher sollte man immer weiter schreiben. Also man sollte sich jetzt nicht darauf ausruhen, dass man jetzt ein Album fertig hat und dann erstmal noch warten, so bis das zweite dann ansteht und dann kurz vorher schreiben oder so, sondern das sollte halt ein Prozess sein, der halt ständig weiterläuft. Aber es entsteht auf jeden Fall schon Material fürs zweite Album. Ja. Wir versuchen da mal hinterher zu sein mit den Fanbriefen. Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Wir sind ja selten zu Hause. Also viele Fans sind ja da immer ganz schnell enttäuscht, dass wir das nicht alles lesen können. Fankontakt ist uns wichtig. Ich persönlich pflege den Fankontakt auch sehr. Auch auf andere auf Weise. Hotelzimmern. Ich pflege ihn auch oft auf Hotelzimmern. Auch eine gute Variante. Also ich kann mich immer nicht selber im Fernsehen sehen. Schalte also immer weg. Ja, definitiv. Ja. Und also, Radio finde ich auch total. Ja, aber ich glaube, das geht jedem so. Wenn man jetzt irgendwie mal auch, wenn man nur mit seinem Handy was aufnimmt, wenn man spricht oder so. Ich glaube, jeder kann seine eigene Stimme immer schlecht hören. Irgendwie. Also beim Singen, wenn ich jetzt so Aufnahmen höre, wo ich dann singe und so, dann ist es okay, da habe ich mich dran gewöhnt. Aber ja, finde ich aber auch immer. Ja, ja. Aber wenn du dich dann irgendwo im Interview oder so, wenn du dann was sagst und so, das hört, glaube ich, keiner so gern. Aber ich glaube, das geht ja jedem so. Das wird auch nicht normal. Also. Ja, mit so Fotos geht's dann, aber wenn man sich, soweit man irgendwas sagen muss oder so, ist es dann immer, findet man das immer nicht so toll. Also schalten wir da eher weg. Alle haben ja unterschiedliche Musikgeschmäcker, von daher würde ich sagen, aber ich glaube, wir können es auf eine Band, also auf mehrere Bands eigentlich einigen. Also, ich meine, es gibt gestandene Künstler wie Metallica und so. Achso, Legenden, so mit denen so würde man ja. Aerosmith oder ja, so. Ja, oder AC/DC oder so. Mit denen würde man auf jeden Fall. Da würde man auf jeden Fall nicht Nein sagen. Also da wollen wir uns schon überlegen, auf jeden Fall. Vielleicht und, im Vorprogramm von der nächsten Tour oder so. Ja, genau, das könnte man ja auch wie verbinden. Und, aber, so. Der Großteil unserer Band findet ja zum Beispiel Green Day gut. Und von daher? Ja, also klar, es gibt so Künstler, da würde das jede Band machen. Das ist ja eine Ehre, dann mit denen auf der Bühne zu stehen. Und zum Beispiel Bands wie Green Day, Metallica und AC/DC. Ja, das sind halt Bands, okay, mit denen wollen wir halt echt, klar, da will jeder mal mit denen auf der Bühne stehen und so. Weil wir sind ja auch am Anfang und man lernt ja immer dazu und umso mehr Erfahrung man sammelt, umso besser wird man ja. Nein, also ich würde sagen, es muss ja schon beides stimmen. Also mir kann keiner erzählen, dass man immer nach dem Charakter geht. Also grundsätzlich ist man ja auf einer Party und man sieht natürlich erst irgendwie den Körper. Und so. Ja, also so, ich gucke natürlich erst, okay, die schöne Augen, schöner Arsch, so alles. Man guckt ja natürlich immer erst aufs Aussehen und dann lernt man sich kennen. Und wenn das denn nicht stimmt, dann ist Pech, dann kommt dann ist das halt so. Ja, aber nee, jetzt aber mal ernsthaft. Also das stimmt aber wirklich, weil man spricht ja jemand nur an, wenn er einem so zusagt vom Aussehen her. Und wenn das dann natürlich vom Charakter her nicht stimmt und man da nicht so klarkommt, also für mich würde es dann nicht in Frage kommen. Nee. Aber nee.
Aber, also das muss man halt dann, das muss man halt dann sehen. Also das ergibt sich halt, das muss halt schon beides stimmen, auf jeden Fall. So, also ich finde, man muss nicht heiraten, so, man kann es ja auch so lieben. Also für mich wäre das jetzt nicht wichtig, also vielleicht würde ich es auch machen, aber für mich wäre es überhaupt nicht wichtig, irgendwann mal zu heiraten, weil das ja auch so, man kann es ja auch so lieben, ohne dass man das jetzt irgendwie auf Papier hat. Also in Deutschland ist das ja nicht erlaubt, dass man 2, 3, 4 Mal heiraten kann. Ich finde das, geil. Ich finde das jedenfalls nicht schlimm, wenn man heiratet, aber es muss auch nicht sein. Und Kinder kriegen muss nur ganz und gar nicht sein. Ja, doch, auch. Also so 1, 2 Kinderchen. Also ich möchte eigentlich zuerst den Jungen und dann Jacqueline. Das Mädchen. Echt, was, du willst erst Sohn? Und dann 4 Jahre Unterschied, damit der große Junge immer auf die kleine Schwester aufpassen kann. Aufpassen. Aber erst, wenn ich so ungefähr 40 bin. Und dann mit meiner 23-jährigen Freundin. Also ich glaube, das kann man nicht jetzt auf ein Wort runterschrauben, sondern natürlich mit jedem Song oder mit jedem Text, den wir haben, verbindet man sich natürlich immer irgendwie oder kann man sich damit identifizieren. Und Endlichkeit ist ja auf dem Album ist ja so eine treibende Nummer, also so ein Gegensatz quasi zu den anderen Songs. Und handelt halt, ist halt was völlig anderes, also weit von allem anderen weg. Und Endlichkeit ist ja irgendwie was nicht wirklich da ist, was es nicht wirklich gibt. Und das ist ja irgendwie der Augenmerk von dem Song, halt was unreal ist. Und auch musikalisch ist mal ganz anders aufgebaut als die anderen Songs. Genau, also ich würde sagen, das kannst du nicht so an dem einen Wort festmachen, sondern das muss man halt im Zusammenhang sehen mit dem ganzen Song. Okay. Nein. Also inoffiziell wollte Bill sich eigentlich zu seiner Lieblingsserie Star Wars bekennen. Ja, genau. Bis in die Unendlichkeit und immer weiter. Ne? Ja. Titelmusik zu einem Kinofilm machen, das finde ich ganz cool. Tom und ich, wir haben ja schon mal in einem Film mitgespielt, da waren wir ja ganz klein. 6 oder so, ne? Ja. Das Krasseste, was wir so erlebt haben, war, glaube ich, dass wir die 2 Kometen abgeräumt haben. Das war echt ganz geil. Also wir haben damit echt nicht gerechnet, auch wenn das jetzt so ein bisschen einschleimermäßig klingt so. Aber wer hat sich ja da oben auf der Bühne auch so ein bisschen was zusammengestottet, von daher kam es ja ganz viel. Und weißt du, das Ding ist ja immer, die wollen immer alle nichts sagen und dann immer, nein, du bist ja Frontmann, dann musst du auch die Rede halten, wir können das ja alle nicht. Und wenn ich dann da stehe und irgendwie jemand vergesse oder mir das nicht gleich einfällt, dann kann ich mir die ganze Zeit was anhören. Aber Georg kann auch nicht mal seinen Namen sagen im Interview. Also von daher sind wir da alle nicht so toll im Reden. Aber daran sieht man echt, sie haben schon recht, daran sieht man, wir hatten nichts vorbereitet. Also ich glaube, das darf man aber auch nicht. Wenn man da hochgeht, dann sollte das schon spontan kommen, sonst klingt das ja so zurecht. Das war auf jeden Fall der bewegendste Moment bis jetzt. Ja. Nee, vielleicht einen neuen Bassisten, das könnte ich mir vorstellen. Nein, also ich grundsätzlich wollte ich sagen, wir sind immer, uns wurde das auch schon oft angeboten. Auch damals, wo wir jetzt noch irgendwie keine professionellen Aufnahmen hatten irgendwie, es sind schon mehrere Leute gekommen und wollten irgendwie noch Keyboard spielen und eine zweite Gitarre, ab und zu wollten wir sogar einen zweiten Bass haben und so ein Kram. Und wir haben es nie gemacht, weil wir haben uns zu viert irgendwie gefunden und dann, glaube ich, zu viert irgendwie, ja, bis ans Ende unserer Tage. wollen wir die Hotel-Story erzählen? Oder? Ja, so. Ach, die beim Spannen oder was? Was ist das uns noch peinliches? Das war gut. Ich erzähle sie nicht hier. Also Gustav ist in seinem Hotelzimmer sein Playboy runtergefallen. Und dabei hat er aus dem Fenster dann geguckt und hat schräg gegenüber... genau die gleiche Stelle wiedergefunden. Nein, also wir standen so, also Gustav hat es ja entdeckt, hat es drauf aufmerksam gemacht. Du, ja. Tom, du warst das. Du bist auf der Terrasse lang gegangen und hast hier das Hotelzimmer abgesucht. Also im Endeffekt, also es fing an, es war also ganz harmlos, es stand im Prinzip so auf dem Waschbecken. Richtig, es stand geil. Ein Mann schön im Stehen. Und nein. Es stand da ein Mann am Waschbecken und er hatte sogar noch einen Schlüpfer an. Oh, eher schön aus dem Grettchen mit Baumwollschlüpfer. Baumwoll.
ein Sonderangebot auf dem Grabbeltisch. Ja, am ersten gedacht, der wäscht sich oder so, weil der stand direkt am Waschbecken. Ja, und dann auf einmal sehe ich aber die Beine um ihn so rumschlingeln. So. Und dann habe ich mich schon so gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht's los. So, schön und dann vom Waschbecken runter und die üppigsten Zähne schön auch im Stehen. Ja. Und dann geht's los. Aber die haben auch alles dabei probiert. Alles, immer alles. Nebenbei so ein Buch gehabt, Kamasutra, welche. Komplett, die haben alle Stellungen ausprobiert. Und vor allem das Geile war ja, die waren ja erst im Stehen, so mitten im Raum. Und das Bett stand quasi direkt am Fenster. Und wir dachten immer so, ey geil, wenn die jetzt noch aufs Bett gehen und dann so richtig schön von hinten und alles. Und wir standen direkt wie so, schön bitte geht aufs Bett. Und zack, lagen sie auf dem Bett und alle Stellungen, alle. Keine ausgelassen, ich glaube, das waren knappe 2 Stunden. Schönes Pay-TV-Programm. Wir total durchgefroren auf dieser Scheißterrasse. Also echt, wir standen auf der Scheißterrasse, da oben waren schon total durchgefroren. Aber wir konnten uns einfach nicht abwenden von diesem Bild und ja, das Geilste war ja am nächsten Morgen irgendwie. Nee, warte mal, die haben uns doch dann erwischt. Warum haben die uns denn erwischt? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Genau. Gustav war der Einzige, der sich traut, dann auf dem Zimmer anzurufen. Also, wir haben dann praktisch die Hotelzimmernummer rausgekriegt, haben ihn angerufen und der Typ hat sich nicht stören lassen. Immer wieder weitergemacht und wir so, ja, lässt ja Gott stören, lässt doch die falsche Zimmernummer. Auf einmal raus! Zack, und greift am Telefon und geht ran und Gustav natürlich vor dem Schreck aufgelegt und er und der Typ so völlig, ich meine, wir haben ihn ja ein bisschen auf ein Konzept gebracht, so, es ging dann auch gleich runter, er hat sofort aufgelegt, guckt aus dem Fenster und sieht natürlich, sie sind natürlich alle so am Fenster und dann hat er, weil die hatten ja Licht an, und er sofort da rumgeschrien, hat den Licht aus, zack, Rollo runter. Nächsten Morgen gehen wir frühstücken und dachten uns schon so, ey, wenn wir die jetzt noch treffen, wir kommen rein, die sitzen gleich prompt direkt am ersten Tisch und wir uns dann noch schön daneben gesetzt, weil irgendwer saß da schon und hat uns ein Plätzchen freigehalten. Und das war echt peinlich, weil die haben uns natürlich erkannt, weil... Wir haben auch dann erst überlegt, ob wir wieder 10 Euro unter der Tür durchschieben, ob es dann weitergeht, aber hat auch nicht funktioniert. Aber es war auf jeden Fall, wir wurden am nächsten Morgen am Frühstückstisch total gemustert und es war total peinlich. Ja. Na, ich glaube, ihnen war es peinlicher als uns. Ne? Ich meine, er war echt eine Lachnummer. Ja. Ja, wir wollten noch, Tom wollte noch hingehen und fragen, ob er mal richtig besorgt haben will und so, aber... Naja. Schön wär's. Oh, Georg. Also wir sind ja totale Langschläfer. Also ausschlafen kann man bei uns nie so richtig sagen. Gustav ist der Einzige, der immer ein bisschen früher aufsteht als die anderen. Ansonsten schlafen wir den ganzen Tag. Das heißt, macht uns keiner wach. Pennen wir 24 Stunden. Und das würde unser ganzes Leben so gehen. Obwohl, nicht 24 Stunden, nicht 23,5, dann gibt's Frühstück und dann wird weiter. Genau. Ja, so Frühstück im Bett und so. Aber das, das passiert halt sehr selten, dass wir das können. Also meistens, wir sind immer unausgeruht und unausgeschlafen und muffelig, wenn uns irgendwer morgens wach macht oder wir schon früh Interviews geben müssen oder sowas. Also wir sind da ganz schlecht, da müssen wir erstmal... Also so wie jetzt, ist noch dunkel draußen, morgens um 5. Ja. Durchgearbeitet, versteht sich. Und da haben wir keine Menschen. Also da sind wir auf jeden Fall, wir sind totale Langschläfer und das fällt uns auf jeden Fall immer schwer.